Wien, die kaiserliche Residenzstadt, stand um das Jahr 1900 in voller Blüte. Ja, Zentrum eines Weltreichs mit rund 50 Millionen Einwohnern, ja, und Höchstleistungen in Architektur, Musik, Malerei oder etwa auch Literatur. Ja, neben all diesem Prunk gab es aber auch durchaus Not und Elend und bereits die ersten Anzeichen einer nahenden Katastrophe. Herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zum aktuellen W24-Spezial über Wien um 1900. Metropole zwischen Glanz und Elend. Ja, wie wurde von Wien aus die Monarchie mit ihren gut 50 Millionen Einwohnern regiert? Und wieso ist das auch alles auseinandergefallen? Viele spannende Fragen, viele Themen, viele Künstler, die Sie heute hier bei uns kennenlernen, mit einer spannenden zeitgeschichtlichen Doku, so wie Sie es gewohnt sind bei uns in der Senderei und, wie immer, mit einer bunt zusammengesetzten Talkrunde. Zusammengekommen hier und heute bei der Ausstellung Wien 1900 im Leopoldmuseum. Sehr passend natürlich die Location zum Thema. Auch das wie immer. Ja, und das sind die heutigen Gäste. Hans-Peter Wiblinger, er ist museologischer Direktor im Leopoldmuseum, damit Gastgeber heute für unsere Sendung, außerdem mehrfacher Ausstellungsmacher und Autor. Bei uns zu Gast Patrick Werkner. Er ist Kunsthistoriker, emeritierter Hochschullehrer an der Universität für angewandte Kunst in Wien und Kurator mehrerer Ausstellungen. Und bei uns zu Gast Helmut Wohnuth. Er ist Generaldirektor im Österreichischen Staatsarchiv, Historiker und auch Autor mehrerer geschichtswissenschaftlicher Bücher. Ja, Wien um 1900, das war eine extrem dichte, eine sehr, sehr pulsierende Zeit. Denken Sie sich ein bisschen zurück, die Ringstraße war bereits ein Prachtboulevard geworden, heute selbstverständlich, damals war das noch gar nicht so lange der Fall. Es gab sehr viel Hochadel, Intellektuelle, Künstler, zu all dem kommen wir noch, aber es gab eben auch Not, Massenquartiere und sehr viel Elend. Herr Wohnuth, geben Sie uns einmal einen kurzen Einblick, wie war das damals so in dieser Stadt, 2 Millionen Einwohner? Im Jahr 1900. Na, Sie haben es gerade gesagt, Wien hat um 1900 2 Millionen Einwohner gehabt. 1914 sollten es dann 2,2 Millionen Einwohner sein, also ein Rekord, der bis heute nie mehr erreicht wurde. Und das war das Ergebnis einer unglaublich dynamischen Entwicklung. 50 Jahre zuvor hat Wien knapp 500.000 Einwohner gehabt. Wahnsinn. Also die Einwohnerzahl hat sich vervierfacht. Man hatte damit gerechnet, dass Wien um die Jahrhundertmitte 4 Millionen Einwohner haben wird. Wenn man also städtebaulich ist Wien damals mit Chicago verglichen worden von dem Potenzial, das Wien von sich hat. Und ich glaube, der Direktor Wiblinger hat auch in seiner Ausstellung ja ein Modell eines Baus von Chicago, den Adolf Loos damals als Entwurf vorgelegt hatte. Also es war eine unglaubliche internationale Stadt. Es war, wie Sie gesagt haben, eine Metropole eines schon recht heterogenen Vielvölkerstaates. Der ist ja immer heterogener geworden, muss man sagen. Das hat ja halbwegs harmonisch begonnen, aber irgendwann hat man dann gemerkt, die Nationalitäten passen nicht so ganz zusammen. Es ist war ein Vielvölkerstaat, der mehrere verlorene Kriege hinter sich hatte, der von einer Großmacht Mitte des Jahrhunderts eigentlich nur mehr zu einer Mittelmacht um die Jahrhundertwende geworden ist. Es war Wien eine Metropole mit ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichtungen. Sie haben das Kaiserhaus und den Adel als die erste Gesellschaft, dann die sprichwörtliche zweite Gesellschaft, also das Großbürgertum, die Industriellen, jene sozusagen die Modernisierungsgewinner, die sich auch sozusagen selbst ihre Selbstrepräsentation in der Ringstraßenarchitektur, in diesen neu entstandenen Palais gefunden hat, die auch ein enormes künstlerisches und kulturelles Potenzial freigesetzt haben. Sie haben aber auch die großen, die zahlenmäßig viel größeren Gruppen des Kleinbürgertums, mittleren und kleineren Bürgertums, die schon teilweise eher zu den Modernisierungsverlierern gezählt haben. Und sie haben dann die proletarischen Massen, die in die Stadt gezogen waren. Es war ein enormer Prozess der Landflucht. Man brauchte auch Arbeitskräfte zur Industrialisierung in den Ringstraßenbauten, also etwa die sprichwörtlichen Ziegelarbeiter
vom Wienerberg, die damals in großer Zahl aus Tschechien nach Wien gezogen sind und unter elenden Umständen gewohnt haben. Gibt es ja die Mär, dass Wien die größte tschechische Stadt überhaupt war, weil Prag war da noch nicht so weit sozusagen in der Bevölkerungsentwicklung. In Wien waren rund 250.000 davon. In Wien waren 250.000 Tschechen um die Jahrhundertwende. Es war eine Riesen-Community. Das Ergebnis davon ist eben die starken Einflüsse, gerade in der Alltagskultur. Denken Sie nur an die tschechischen Dienstmädchen, die sprichwörtliche Wiener Küche begründet haben damals, als das Hausgesinde der Oberschicht damals. Und was vielleicht wichtig ist, das macht ja auch schon eines dieser Spannungspotenziale aus, dass diese Massen gerade in den Jahren rund um die Jahrhundertwende erstmals in die Politik gedrängt haben, dass hier politische Partizipation entstanden ist, dass man dieser ganze Prozess der Wahlrechtserweiterung, der seit 1867 stattgefunden hat, diese konstitutionelle Monarchie des Jahres 1867, die erstmals eine Mitbestimmung hatte, war eine Mitbestimmung der wenigen gewesen, in einem ganz abgestuften Zensuswahlrecht. Und da muss man ja sagen, dann haben die Arbeiter zunehmend ihre Rechte gefordert, nicht zuletzt symbolisch dargelegt am 1. Mai, eine Veranstaltung, die es im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts zum ersten Mal gegeben hat, in den 1890er Jahren. Ja, und dann kam eben jenes Gemisch zusammen, das ums Jahr 1900 eigentlich eine irrsinnige Vielfalt ausgemacht hat. Wir sind hier im Leopold-Museum. Wir werden dann noch die Vielfalt all der großen Namen sehen bei einem Rundgang, den wir durch Ihr Haus machen, die da um die Jahrhundertwende in Wien gewirkt haben. Das ist eine nie mehr erreichte Dichte an Promis, würde man jetzt einfach so profan sagen, gewesen. Man wundert sich, wieso es gerade damals technisch möglich war, in der Literatur, in der Musik, in der Schriftstellerei, in der Architektur so viele große Namen zu erschaffen, muss man geradezu sagen. Was war denn das für ein Nährboden? Also ich denke, es hat schon zu köcheln begonnen im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts. Die liberalistischen Tendenzen waren stark, waren präsent. Die zweite Generation sozusagen, die Gründerväter und deren Generation danach, haben sich aber mehr orientiert, sozusagen zurückgezogen in die eigenen Salons, in die Kaffeehäuser und haben dort Konzepte entwickelt, die vollkommen innovativ, neu, kreativ vom Ansatz waren. Und das eben nicht nur in der bildenden Kunst, sondern, Sie haben es gesagt, in den verschiedensten künstlerischen Disziplinen. Und darüber hinaus nicht nur in den geisteswissenschaftlichen, künstlerischen Disziplinen, sondern auch Wien war damals in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts großartig Vorreiter für die Medizin, für Jurisprudenz, für viele, viele Bereiche. Die amerikanischen Medizinstudenten haben zu Tausenden hier studieren wollen, weil es da unglaublich innovative Ärzte gab. Ja? Rocky Dansky wird er erwähnt. Ich glaube, dieser liberale Aspekt, der dann natürlich zurückgedrängt wurde zunehmend durch deutschnationale Strömungen, durch verschiedene inhomogene politische Parteien, war aber ein zentraler Ausgangspunkt. Und es hat eigentlich schon meines Erachtens begonnen vor der Gründung der Sezession 1897 in einem anderen Metier, in der Literatur. Jung Wien, so hieß die Gruppe, die sich im Grünsteidl gesammelt hat, im Kaffeehaus, ein ganz wichtiger Ort des Diskurses, des Austausches. Da saßen sie zusammen, Schnitzler und Felix Salten, Hofmannsthal, Altenberg. Und die haben sozusagen den Boden schon vorbereitet, der sich ein paar Jahre später dann auch in der bildenden Kunst oder in der Musik mit Mahler, später mit Schönberg auch entwickelt hat. Das ist ja schon unglaublich. Also wenn Sie das Grünsteidl ansprechen oder das Café Zentral, das Café Herrenhof, die könnte man jetzt alle nennen, da saßen Schnitzler, Hofmannsthal an einem Tisch und politisieren. Einfach so, als Normalbürger. Das sind natürlich rückblickend betrachtet absolute Kunstcharismatiker. War das so? Waren die da so in der Öffentlichkeit integriert? Zusätzlich auch die Architekten, ich weiß nicht, Adolf Loos zum Beispiel, Wagner. Waren die einfach im Straßenbild so anzutreffen, wie man sich das so vorstellt? Man geht ins Kaffeehaus und da sitzen ein Haufen Literaten herum? Man muss sich zurückversetzen in diese Zeit. Also diesen Promi-Status gab es in dieser Form nicht, weil es auch die medialen Systeme nicht gab, die wir heute kennen. Ich glaube aber schon, was Wien so besonders macht und hervorhebt gegenüber Paris oder Berlin,
ist eben gerade das Zusammendenken der unterschiedlichen wissenschaftlichen, künstlerischen, technischen Disziplinen. Wenn die Frau Zuckerkandl ihre Salons gemacht hat, da verkehrten die Mediziner, die Biologen, da ging Klimt hin und hat sich seine Inspirationen geholt. In den Fakultätsbildern und anderen Bildern tauchen immer wieder zellenartige Strukturen auf. Das heißt, es gab einen Wissensaustausch, den es vielleicht oder vermutlich ziemlich sicher in anderen europäischen Kulturhauptstädten nicht gab. Und nicht umsonst hat, ich glaube, es war Erik Kandel von der europäischen Kulturhauptstadt der damaligen Zeit gesprochen. Unglaublich. Ich darf ein paar Namen penetrieren, auf die wir im Verlauf der Sendung noch kommen werden. Anton Bruckner, Gustav Mahler, Johannes Brahms, Alban Berg. Jetzt einmal nur, um im Bereich der Musik ein bisschen Name-Dropping zu machen. Gustav Klimt ist schon gefallen, Oskar Kokoschka, Egon Schiele, Expressionismusvertreter, werden wir heute im Zuge der Ausstellung noch sehen. Otto Wagner im Bereich der Architektur, Koloman Moser, Adolf Loos. Denken Sie an all die Bauwerke, die es aus dieser Zeit jetzt noch in Wien gibt, weswegen auch Touristen in unsere Stadt kommen. Otto Wagner natürlich ganz stark auch für den öffentlichen Verkehr in Wien gestanden. Sigmund Freud sitzt einfach so am Tisch im Grünstädel zum Beispiel. Man glaubt es kaum. Ja, Hugo von Hofmannsthal, Arthur Schnitzler, Altenberg. Also man könnte ewig weiterreden. Darf ich da ganz kurz noch was hinzufügen? Viele dieser Namen, die Sie jetzt eben erwähnt haben, haben einen Hintergrund mit jüdischer Kultur und Tradition. Und ich glaube, das ist auch ein Aspekt, warum Wien um 1900 so derartig fruchtbar geworden ist, weil die unterschiedlichen Traditionen, Kulturen, Religionen hier in diesem Melting Pot zusammengefunden haben. Die meisten Künstler, Architekten, die Sie genannt haben, sind überdies keine Wiener, ja? Sondern ja. Kamen aus Böhmen, Galizien, ja. Mähren, aus den... Die Zuwanderung, von der ja. wir schon gehört haben. Ja. Die Zuwanderung war sehr stark. Herr Werkner, was auffällt, wir haben sehr viele Exponate, über die wir heute sprechen werden. Zum Beispiel Hans Makart, ein repräsentativer Maler aus der Wiener Ringstraßenzeit, ist auch hier ausgestellt in der Ausstellung. Können Sie uns ein bisschen Details zu diesem Bild verraten? Ja, also Sie haben da eines meiner Lieblingsbilder auch ausgewählt. Das ist ein Gemälde, das Hans Makart in seiner allerbesten Form sozusagen zeigt, und es zeigt auch eine Dame, die damals in dieser noch im zu Ende gehenden Jahrhundert, also zum Fin de Siècle gehörend, eine ganz große Rolle gespielt hat. Das war die Charlotte Volta. Und zwar in einer ganz besonderen Rolle. Sie ist dargestellt als Messalina und Aria. Das war ein heute vergessenes Stück von dem damaligen, von dem späteren Burgtheaterdirektor namens Wildbrand. Und da ist sie also dargestellt in dieser Pose auf einer Liege, einem Sofa, thronend. Lustigerweise gibt es auch ein Foto, das den Hans Makart mit der Volta zeigt, in seinem Atelier aufgenommen. Das können wir da kurz daneben halten, wo man den Makart, der ja in Wien bekannt geworden ist durch den Makart-Festzug, und durch die Inszenierung, die auf der Ringstraße damals groß gelaufen ist, zu Füßen der Charlotte Volta zeigt. Die Volta war also eine großartige Schauspielerin, die auch bekannt geworden ist durch den Volta-Schrei. Also sie hatte eine ganz besondere Mezzosopran-Stimme gehabt, die berühmt war. Und sie hat sich so stark mit dieser Rolle der Messalina identifiziert, dass man sie auch sozusagen liebevoll spöttisch als Messalotte bezeichnet hat. Und naja, das Gemälde an sich gehört eigentlich zu der Phase, die vor der großen Moderne liegt, die Sie jetzt schon angesprochen haben, mit den ganz großen Namen Klimt, Schiele, Kokoschka. Makart bereitet das aber eigentlich vor in einer sehr, sehr opulenten, spätgründerzeitlichen Art und Weise. So ist es. Wir kommen dann sozusagen zu nachgelagerten Bildern ja noch im Verlauf der Sendung. Jetzt allerdings kommen wir zu einer Person, der quasi überall dem Ganzen steht, wenn Sie so wollen, auch im Zentrum der Jahrhundertwende. Ja, Kaiser Franz Josef I. Seit 1848 sitzt er bereits am Thron. 52 Jahre sind es bereits exakt zur Jahrhundertwende. Das müssen Sie sich vorstellen. Und 16 weitere, teils natürlich am Ende sehr dramatische, sollten noch folgen. Sehen Sie jetzt ein ungewöhnliches Porträt von Christoph Schütz. Der langjährige Friedenskaiser, dessen Amtszeit in einem Bürgerkrieg beginnt und in einem Weltkrieg enden wird.
Manfred Rauchensteiner, der Weltkriegsexperte in Österreich. Na gut. Für die Nationalbibliothek hat er die Ausstellung An meine Völker zusammengestellt. Bei seiner Arbeit ist er auf eine bislang unbekannte Seite des Kaisers gestoßen. Dass er weint, und einen weinenden Franz Josef, glaube ich, haben wir noch nie gesehen. Er war so eine echte Identifikationsfigur und eine unglaubliche Loyalität ihm gegenüber ist festzustellen, bei allen Zeitgenossen. Und es haben aber alle gewusst, wenn er einmal nicht mehr ist, dann bricht das Ganze auseinander. Katrin Unterreiner, sie ist Historikerin und spezialisiert auf das Privatleben von Kaiser Franz Josef. Sie wird den Lieblingsspazierweg des Kaisers nachgehen und ein bisschen aus dem Nähkästchen von Franz Josef plaudern. Und wenn er auf der Toilette saß und es hat jemand angerufen, hat es natürlich geläutet, nur es konnte natürlich niemand abheben. Willibald Scheiber aus Villach in Kärnten. Er möchte die Geschichte lebendig machen. Sein Kostüm ist aber keine herkömmliche Verkleidung, sondern eine maßgefertigte Uniform. Originalgetreu, bis ins kleinste Detail. So kann er sich in den Kaiser hineinversetzen. Ja, und sein größter Tiefschlag war natürlich der Erste Weltkrieg. Vor dem Krieg 1914. Da regiert Kaiser Franz Josef von Habsburg-Lothringen sein Reich seit mehr als 60 Jahren. So lange wie kein Habsburger vor ihm. Sein Nachfolger scharrt schon in den Startlöchern. Neffe Franz Ferdinand. Die zwei, Kaiser Franz Josef und Erzherzog Franz Ferdinand, waren einfach so grundverschiedene Charaktere. Die sind sich eigentlich eher aus dem Weg gegangen. Um sich aus dem Weg zu gehen, da ist viel Platz im Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn. Vielleicht ist es nur noch der Kaiser, der die 12 Nationen zusammenhält. Vor allem auf dem Balkan brodelt es. Seit 1908 hält Franz Josef die Provinz Bosnien-Herzegowina besetzt, mit ihrer Hauptstadt Sarajevo. Viele Slawen, darunter Kroaten und Bosnier, wollen ausbrechen aus ihrem habsburgischen Völkerkerker und mit dem Nachbarland Serbien ein großes Slawenreich bilden. Das kann der Kaiser nicht zulassen. Um sein Reich zusammenzuhalten und gegen Serbien vorzugehen, da denkt er schon länger an Krieg. Thronfolger Franz Ferdinand hingegen, der bemüht sich um den Frieden. Am 28. Juni 1914 wird Franz Ferdinand gemeinsam mit seiner Frau erschossen. In Sarajevo, von einem pro-serbischen Terroristen. Zwei Schüsse, denen bald unzählige folgen werden. Kaiser Franz Josef, bald will er Vergeltung für den Doppelmord. Denn dahinter vermutet er die serbische Regierung von Ministerpräsident Pasic. Die Zeit, die jetzt anbricht, wird eingehen in die Geschichte als die Juli-Krise. Der beständigste Kriegsgegner war nämlich der Erzherzog Franz Ferdinand. Und der ist nun tot. Der wollte nämlich keinen Krieg gegen Serbien, aus vielen Gründen. Ein Grund ist Zar Nikolaus II. Sein russisches Reich ist mit Serbien verbündet und seine riesige Armee, die lässt er im Kriegsfall vielleicht einschreiten. Und in dem Augenblick ist der Kaiser mit seiner Bereitschaft, Krieg zu führen, mehr oder weniger allein. Und er ist der Letztverantwortliche. Er ist noch ein, oder gerade jetzt wieder, nahezu absoluter Monarch geworden. Kaiser Franz Josef, der absolute Monarch. Das war nicht immer so. Als Kind hat er auch Flausen im Kopf, wenn er mit seinen Brüdern Theater spielt.
Da hat er natürlich mitgemacht und hat dann geschrieben, und morgen will ich die Familie entsetzen. Es wird beim Theaterstück, werde ich einen Brand inszenieren mit anschließender Überschwemmung. Also man ist richtig beruhigt, dass er als Jugendlicher auch einmal Blödsinn mehr oder weniger im Kopf hat und auch einmal ein bisschen schlimm war. Er hatte ein unglaubliches Programm zu absolvieren, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, mit 14 Stunden Unterricht ohne Wochenende. Und er ist so gedrillt worden, nicht auf seine Intuition zu hören, sondern sich auf Berater zu verlassen, das zu machen, was von ihm verlangt wird. Der Kaiser und seine Berater. In der Julikrise 1914 schickt er sie ins Deutsche Reich, zum Amtskollegen Kaiser Wilhelm II. Er soll einem Militärschlag gegen Serbien zustimmen. Wilhelm, hier bei einem früheren Besuch in Österreich-Ungarn. Er übermittelt Franz Josef den sogenannten Blankoscheck, das heißt seine volle Unterstützung, auch wenn Russland einschreiten sollte. Dann fährt Wilhelm auf Segelurlaub und denkt an einen großen Krieg. Kaiser Franz Josefs Generalstabschef Franz Konrad von Hötzendorf. Auch er will den Krieg gegen Serbien, am liebsten sofort. Aber seine Soldaten sind noch nicht einsatzbereit. Sehr österreichische Erscheinung. Die hatten weitgehend Ernteurlaub und haben eben im Sommer 1914 die Ernte einzubringen gehabt. In Wien hingegen herrscht Kriegsstimmung. Franz Josefs Diplomaten und Minister stehen unter Stress. Und was macht der Kaiser? Während seine Minister im Parlament beraten über einen Krieg gegen Serbien, da ist der Kaiser unterwegs nach Bad Ischl zu seiner Ferienvilla. Für Franz Josef hat offensichtlich am 7. Juli, wo er nach Ischl gefahren ist, gegolten: Es ist alles gesagt. Und das andere ist dann halt einfach zu erledigen. In Ischl kann der Kaiser seine Treffgenauigkeit schulen. Er ist zwar kein genialer Militärstratege, aber ein guter Jäger. Nach all seinen Schicksalsschlägen, dem mysteriösen Tod seines Sohns Rudolf und der Ermordung seiner Frau Sissi. Nach diesen Verlusten ist die Jagd eine der wenigen Freuden, die ihm bleibt. Die Minister sind jetzt dann gehalten, nach Ischl zu fahren, insbesondere der Minister des Äußern, und teilen dann halt dem Kaiser Entscheidungen mit. Das geschieht alles, und das ist ein bisschen altertümlich, mündlich. Diese neue Erfindung hat mich sehr interessiert und ich danke sehr für die Vorführung derselben. Franz Josefs Stimme, aufgenommen von einem Phonographen. Das ist eines der wenigen technischen Geräte, die den Kaiser anscheinend interessieren. Denn sonst ist er kein Freund technischer Erneuerungen, vom Automobil angefangen, dem man keine Zukunft vorausgesagt hat, bis hin zum Telefon. Und das Absurde ist, als ein Telefon eingeleitet wurde,
in der Hofburg in sein Arbeitszimmer. Wollte man das machen, hat er sich ganz kategorisch dagegen ausgesprochen, gesagt, das kommt ihm nicht auf seinen Schreibtisch, das will er nicht in seinem Schreibtisch haben und er will es überhaupt nicht in seinem Arbeitszimmer haben. Und absurderweise hat sich kein anderer Ort gefunden in seinem ganzen Appartement als die Toilette. Nicht einmal mit dem wichtigen Bündnispartner Wilhelm vom Deutschen Reich spricht der Kaiser persönlich in der Julikrise, obwohl ein Krieg vor der Tür steht. Die beiden Monarchen telefonieren nie, obwohl es Telefon gegeben hat. Und man hätte also sehr wohl zwischen auch Ischl und Berlin telefonieren können. Und selbst der neue Thronfolger Karl, der wie der Kaiser gerade in Ischl weilt, wird in die Entscheidungen nicht eingebunden. Obwohl er der Thronfolger ist und eigentlich absehbar, dass er morgen, übermorgen, wann immer auch die Regierung zu übernehmen hat. Mittlerweile weiß der Kaiser, dass das Attentat auf seinen Neffen in Belgrad geplant worden ist, in Serbiens Hauptstadt, unter Mitwisserschaft von serbischen Beamten. Franz Josefs Minister des Äußeren, Leopold Berchtold, er lässt Serbiens Ministerpräsident Pasic ein Schreiben übermitteln. Ein Ultimatum zur lückenlosen Aufdeckung des Mordfalls Franz Ferdinand. Auch österreich-ungarische Beamte sollen dafür in Serbien ermitteln dürfen. Das kann Pasic nicht annehmen. Schon bald schießt sein Militär auf österreich-ungarische Soldaten. Angeblich. Grund genug für den Kaiser, Serbien den Krieg zu erklären. Kaiser Franz Josef unterschreibt daher eine Kriegserklärung, wo eben darauf hingewiesen worden ist, dass die Serben den Krieg begonnen hätten, was nicht wahr war. Aber es regt Franz Josef nicht auf, weil er wollte den Krieg. Er hat ihn als unausweichlich gesehen. Franz Josefs Untertanen sind einer Meinung mit ihrem Kaiser, als er nach Wien zurückkehrt, Ende Juli 1914. Und da stößt er auf etwas, das uns immer noch als fast unerklärlich erscheint, auf die riesige Kriegsbegeisterung, auf eine regelrechte Euphorie, die geherrscht hat. Ja, die Kriegseuphorie war also groß und vor allem in Wien selbst. Herr Wohnert, es ist schon überraschend. Alle waren euphorisch, haben wir jetzt gesehen, liest man auch immer wieder. Arbeiter, Intellektuelle, Künstlerinnen und Künstler, Mitglieder aller Konfessionen quasi. Wieso war das so eine Massenbewegung? Es war eine Situation, in der alles auf eine Entscheidung gedrängt hat. Es war quasi endlich die Eruption in einer Situation, die sich immer mehr aufgestaut, angesammelt hatte. Es hat ja die Jahre davor immer wieder Strömungen gegeben, die auf einen sogenannten Präventivkrieg gedrängt haben. Also man hat damals geglaubt, durch den Krieg eine Entscheidung erzwingen zu können. Es war eine unglaubliche Nervosität, die in der sprichwörtlich in der Luft dieser Stadt gelegen ist. Diese Dynamik, alles ist die Jahre und Jahrzehnte davor immer schneller geworden, immer technisierter. Denken Sie nur an die Entwicklung Elektrizität, Gas, der Eisenbahnbau. Plötzlich ist die Stadt Wien von Eisenbahnen durchzogen worden, die vor die Linie etwa. Oder auch der Bau der Stadtbahn in den Jahrzehnten davor. Otto Wagner, genau. Es sind die Bahnhöfe sind zu den sprichwörtlichen Kathedralen des Fortschritts geworden. Alles ist in einer unglaublichen Schnelligkeit gegangen, wie man sie die Jahrhunderte davor nie erlebt hatte. Dieser Paradigmenwechsel hat einfach ein großes Spannungspotenzial mit sich gebracht. Und das noch in Zeiten vollkommen ohne Internet und Telefon. Ja. Das war eigentlich alles kein Thema. Es hat also ganz anders noch funktioniert, quasi auch die Kommunikation zueinander, und trotzdem war das so eine schnelllebige Zeit. Wir haben ja auch über die Künstlerbedeutung in dieser Zeit gesprochen. Man muss sagen, die Künstler, Herr Werkner, waren da genauso dabei. Das ist ja jetzt kaum so. Die positionieren sich im Wesentlichen pazifistisch.
in der Gegenwart, haben das damals ja auch immer wieder gemacht, aber nicht am Vorabend des Ersten Weltkriegs. Also da war es vollkommen egal, auch von der Jobdescription quasi, wie man über diesen nahen Krieg gedacht hat. Also die Künstler haben ja auch eine riesige Aufbruchsstimmung getragen und wurden getragen von dieser Aufbruchsstimmung. Es gab eine gewaltige internationale Bewegung in der Wiener Sezession, die 1897 gegründet wurde. Die wurde ja vor allem als Ausstellungshaus gegründet, um zu zeigen, was international sich getan hat. Die politischen Strömungen waren dort nicht im Vordergrund, aber natürlich waren auch alle Personen politisch in irgendeiner Weise Subjekte. Und in Wien, kann man sagen, hat sich diese Ferne der Politik im Jugendstil ja sehr deutlich gezeigt, die Ferne von der Politik. Ein Bild, das Sie ja hier im Leopold-Museum ausgesucht haben, ist ja dieses Bild von Schubert am Klavier von Klimt, das im Jahr 1896 entstanden ist und ein Jahr vor der Gründung der Sezession. Für mich ist das Bild so interessant, weil man wirklich diese Damen, diese jungen Damen, die da den Schubert am Klavier umringen, als ganz typische Vertreterinnen des Jugendstils mit einem Reformkleid, das ja auch nicht Biedermeier ist, sondern erst um 1900 möglich ist, dargestellt sind. Ja, ein wunderschönes Exponat. Und weil Sie den Gustav Klimt angesprochen haben, wir begeben uns ja bald hier in die Ausstellung und schauen uns dann im Klimt-Zimmer an das breite Wirken dieses, ja, vielleicht sogar größten Künstlers, zumindest der, der jetzt den größten Promi-Status hat. Sehr interessant aber auch, dass Sie gemeint haben, damals war das noch gar nicht so, weil die Medien einfach gefehlt haben. Finde ich wirklich interessant. Fragt sich natürlich, wie weit machen die Medien überhaupt Normalbürger dann zu Promis, die sonst gar nicht geworden wären, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Wir haben hier ja auch viele spannende Exponate um jene Zeit. Es geht ja jetzt nicht nur um Malerei, da gibt es viele Exponate hier im Leopold-Museum. Darum haben wir es natürlich auch zum Schauplatz gewählt unserer heutigen Sendung. Es geht ums Wien rund um 1900 und das ist natürlich auch sehr viel im Bereich der Malerei zu sehen, aber eben auch andere Kunstwerke. Ja. Also mir war wichtig bei der Konzeption dieser Ausstellung, dass wir alle verschiedenen künstlerischen Medien mit einbeziehen. Deswegen haben wir jetzt neben Malerei, Grafik, Zeichnungen eben auch ganze Wohnungseinrichtungen, beispielsweise von Hoffmann, von Kuhlmann Moser. Und wie Klimt schon, der erste Präsident der Sezession, gesagt hat, er hat die freien Künstler mit der angewandten Kunst gleichgestellt. Runter vom Sockel, sozusagen, der freien Künste. Und das wurde auch praktiziert. Viel später dann eben auch ab 1903 für die ganzen Produkte, die im Zuge der Wiener Werkstätte entstanden sind. Da ist der Begriff des Gesamtkunstwerks von großer Bedeutung. Den gab es in gewisser Weise natürlich auch schon bei Mackert, ja, und bei Wagner und so weiter. Aber in dieser Form, das Leben wirklich, den Alltag durchzugestalten und zu ästhetisieren, da war die Wiener Werkstätte nach dem englischen Vorbild sozusagen dann wirklich mustergültig. Das ist interessant für Sie, das ist so ein geläufiges Werk. Sie kennen das wahrscheinlich, die Wiener Werkstätten. So wie es die Sezession als Ausstellungsräumlichkeit gegeben hat, wurde dann eben 6 Jahre danach, das eine war 1897, das andere 1903, die sogenannte Wiener Werkstätte gegründet. Eine Art lose Versammlung, die aber damals sehr, sehr hohes Ansehen hatte, wo eben auch Exponate, wo sozusagen ein gewisser Stil, der prägend war für die damalige Zeit, eben gemeinsam vermarktet wurde, würde man jetzt eigentlich sagen, so oder? Wir waren perfekte Vermarkter, 1903 gegründet durch Kuhlmann Moser, Josef Hoffmann und einen Mäzen, Werndorfer, hatten ihre Werkstatt im 7. Bezirk, am Anfang für Metall, für Silber, für Gold. Interessant war auch die enge Zusammenarbeit zwischen den Entwerfern, also den Künstlern und den Arbeitern, und denen, die das Produkt gekauft haben. Ja. Wir haben hier zum Beispiel aus, glaube ich, 1911 eine wunderbare Keksdose. Eine Keksdose, die biografisch auch interessant ist, weil es war ein Geschenk zum 50. Geburtstag von Gustav Klimt. Also eigentlich Silber, aber vergoldet, mit Elfenbein versetzt. Dies in unserer Dauerpräsentation Wien und 1900. Da haben wir eine ganze Kunstkammer sozusagen eingerichtet. Ein absolutes Gegenbeispiel, ja, ohne Dekor, sondern nur Minimalismus pur, nur geometrische Formen, ist die von Josef Hoffmann gestaltete Deckeldose. Ein designerisches Meisterwerk. Ja. Weil Sie Josef Hoffmann erwähnen, sei es jetzt auch einmal gesagt, bevor wir zu den Exponaten kommen, hier gibt es einen Hoffmann-Entwurf von verschiedensten Trinkbehältern, sehr repräsentativen, Champagnergläser, Wassergläser, was auch immer.
Die Firma Lobmeier, die wir immer wieder hatten in unseren Sendungen, hat damals das schon im Auftrag produziert. Man sieht natürlich jetzt auch, wie lange es bereits Wiener Traditionsunternehmen gibt. Hoffmann ein großer Name, Lobmeier immer noch ein großer Name. Und das sieht man auch bei Ihnen in der Ausstellung. So wurde das natürlich damals in gewissen Kreisen dann einfach als Trinkbehältnis entworfen. Allerdings muss ich sagen, das ist eine Reproduktion. Das Original, das wir in der Ausstellung haben, ist aus dem Jahr 1912, natürlich. Der Entwurf. Sonst würde ich mir das auch nicht so angreifen trauen. Dürfen wir das sonst nicht ohne Das Hand ist eine Reproduktion, angreifen. Sonst hätte es jetzt eh nicht in der Hand. So, was haben wir da dann noch? Dann gibt es natürlich auch noch, Möbel wurden auch im 7. Bezirk gemacht. Bei größeren Produktionen ausgelagert an Portoan Fix und an andere, wie auch das Glas natürlich an die Glashütten ausgelagert wurde. Das war ein Auftrag von Bakalovic. Robert Holubek hat den Entwurf gemacht und produziert wurde es von Johann Lötz Witwe oder umgesetzt in der Glasfabrik in Böhmen. Wir haben dann natürlich auch wieder interessant, nicht allein wegen des Entwurfs, wir kennen den Entwerfer nicht genau, ob das jetzt Hoffmann ist oder Kolomanosa, aber das war die Geldtasche von Gustav Klimt, wo wir auch ein ganzes Zimmer eingerichtet haben. Ja. Also wir könnten jetzt ewig weiterreden über wunderbare kunsthandwerkliche Stücke. Ganze Häuser, Palais Stocklet, Sanatorium Burkersdorf, wurden hier von der Wiener Werkstätte eingerichtet, bis sie dann im Jahr 1932 pleite gegangen sind nach der Weltwirtschaftskrise. So ist das. Lange haben sie sich nicht gehalten, muss man sagen. Das waren nicht einmal 30 Jahre. Dann war es vorbei, weil viele der vermögenden Kunden, die eben einkaufen hätten sollen, damals eben um ihr Vermögen gekommen sind in der Nazizeit. Ja, so ist es. Und noch eine dritte Institution, nämlich die Kunstgewerbeschule. Genau. Denn die Objekte, die da jetzt gerade vorgestellt wurden, sind mehrheitlich von Professoren oder auch von Absolventen der Kunstgewerbeschule geschaffen worden. Klimt hat ja an der Kunstgewerbeschule gelernt. Hoffmann hat dort unterrichtet. Kolomoser, der, glaube ich, auch in dem dokumentarischen Teil vorkommt, war ja mit 29 Jahren Professor bereits an der Kunstgewerbeschule. Und diese jungen Professoren, Hoffmann ist ja auch als 30-Jähriger berufen worden, die haben ja eigentlich die Revolution in der Kunst getragen. Und waren gleichzeitig in Personalunion auch die Direktoren. Hoffmann und Moser waren ja auch die künstlerischen Chefs der Wiener Werkstätte und sind heute zusammen mit Klimt eben auch die ganz, ganz großen Namen. Ganz, ganz großen Namen. Es ist eigentlich unglaublich, wie viel unterschiedliche Bereichung Wien damals mit Weltgeltung beherbergt hatte. In dieser 2,2 Millionen Einwohnerstadt, die viertgrößte der Welt ursprünglich eigentlich. Das muss man sich einmal vorstellen. Viele andere Städte, die jetzt ums X-fache größer wird, hat es damals in dieser Dimension überhaupt nicht gegeben. Vor allem in Asien war keine Spur davon. Ja, jetzt gehen wir aber hinaus in diese Ausstellung hier, Wien 1900 im Leopold-Museum. Wir sehen uns alles das einmal quasi in der Praxis an, über das wir da reden. Der Name Gustav Klimt ist sehr häufig gefallen, auch die Sezession. Und wie das alles entstanden ist, dahin begleiten wir Sie jetzt. Ja, wir sind jetzt hier im Sezessionsraum der Ausstellung Wien 1900 hier im Leopold-Museum. Alexandra Matzner, gottbegnadete Kunstvermittlerin, höre ich. Dankeschön. Sie wurden mir empfohlen als jene, die mit besonders viel Engagement und Akribie durch die Ausstellung führt, durch eine ganz spannende Zeit. Sie sind Autorin, Kunstvermittlerin, besitzen selbst ein Online-Kunstmagazin, sind mit dieser Zeit quasi verheiratet. Und wenn man so will, eine der zentralen Elemente von Wien um 1900 war die Gründung der Sezession. Das sehen wir jetzt im Hintergrund. Um was geht's da? Ja, die Wiener Sezession ist der Moment, wo wir in Wien sagen können, zu diesem Moment beginnt die Moderne. Da beginnt die Zeit, für die Wien 1900, das berühmte Goldene Wien, unglaublich berühmt ist. Weltweit strömen die Leute normalerweise, wenn nicht gerade Corona wäre, hierher, um sich mit dieser Zeit zu beschäftigen. Und es ist auch unglaublich viel hier in Wien passiert, was wir auch exportiert haben. Musik, Literatur, ja, die bildenden Künste, auf die wir unglaublich stolz sein können in dieser Stadt. Ganz extrem, Sigmund Freud, das war die Zeit, wir haben es im Talk schon besprochen, Gustav Klimt, es sind ganz tolle Maler, Literaten, auch im Schauspiel bewegt sich sehr viel, in der Philosophie, in der Medizin, aber eben die Sezession. Wenn man so will, verkörpert die im Kern vieles der damaligen Zeit und was man hier sieht, ist quasi das Gründungsteam. Ja, also das
Foto, das hier an der Wand aufgeklebt ist, das zeigt uns wirklich Gustav Klimt mitten in der Arbeit. Und zwar finden Sie den berühmten Künstler links sitzend, als einzigen in seiner Malerkluft. Alle anderen sind wunderbar in Schale geworfen, nur er mit Pinsel in der Hand, wirklich auch noch bespritzt. Er arbeitet, als dieses Foto 1902 in der Sezession geschossen wurde, gerade am Beethoven-Fries. Jenes berühmte Gemälde, das man heute noch in der Sezession besichtigen kann, und hat sich offenbar kurz Zeit genommen, damit sein Freund Moritz Neher hier diese Aufnahme machen kann. Was für die Sezession steht, ist zweifellos der Begriff der Moderne, aber auch, dass sie als Künstler versucht haben, nicht nur Kunst ins Leben von allen zu bringen, sondern dass auch alle, die daran beteiligt waren, abbildungswürdig wurden. Ja, also ich finde das Foto besonders toll, weil nicht nur die hohen Herren hier vorne, zum Teil auch ein bisschen satirisch, ja, die Lungen auf einer Teppichwurst. Ja, wirkt ja fast wie eine Persiflage auf sich selbst. Genau. Zeigt doch ein bisschen von der Leichtlebigkeit der Zeit. Das hatte sie ja auch. Bei all der Not und Elend und Massenquartiere, wir haben schon darüber gesprochen im Talk vorher, die geherrscht hat. Es ist irgendwie ein Mittelding zwischen Genie und Wahnsinn, Glamour und Armut und ein bisschen Persiflage und Leichtigkeit. Genau. Und das arbeitende Volk ist im oberen Bereich auch noch vertreten. Ja, die beiden Arbeiter, die gerade über die Brüstung schauen, gerade halt nicht winken, aber die haben wirklich Hand angelegt und die Fantasien und die Kreativität der Herren wunderbar umgesetzt. Auch rein architektonisch hat die Sezession Meilensteine und Maßstäbe gesetzt. Das ist ein charakteristisches Gebäude, nach wie vor ja sehr präsent in Wien, direkt neben dem Naschmarkt, aber in dieser Art und Weise schon noch eine Besonderheit. Ja, die Wiener Sezession, das Gebäude ist ja quasi der Leuchtturm dieser Zeit. Wir können wirklich froh sein, dass sie noch existiert. Eigentlich wollte man offenbar nach 10 Jahren das Gebäude wieder abtragen. Grundstück gehört der Stadt Wien, wurde den Künstlern gratis zur Verfügung gestellt, also hier auch städtische Förderung von Seiten des Gemeinderats und des Bürgermeisters. Und Josef Maria Olbrich hat sich für die Gestaltung der Sezession an nordafrikanischer Architektur inspiriert. Und wunderbar ist es, wenn man von hier Museumsquartier runter geht zur Sezession, dass man die goldene Kuppel der Sezession und dahinter die wunderbare von Fischer von Erlach aus der Karlskirche beobachten kann. Ja, bitte. Alexandra, wir haben schon besprochen, Gustav Klimt, eine der vielen zentralen Persönlichkeiten in dieser Zeit. Mhm. Ich würde vorschlagen, wir gehen ins Klimt-Zimmer. Das ist ja auch ein ganz zentraler Teil der Ausstellung hier, Wien um 1900. Denn der Mann hat natürlich auch in Oberösterreich gewirkt, am Attersee, ganz zentral. Da hat er ja auch Liebschaften oder wie immer, das werden wir nachher noch besprechen, wenn wir dazu kommen. Aber bevor wir hingehen, gleich in den Nebenraum, was schon auffällt. Wir stehen hier vor einer riesigen Ahnengalerie, wo jedes Bild Menschen verkörpert mit unglaublichen Namen. Adolf Loos, Sigmund Freud, Erwin Schrödinger, Stefan Zweig, Franz Werfel, Arnold Schönberg. Jeder, der hier hängt, hat den Geschichtsunterricht gefüllt und die haben tatsächlich alle mehr oder weniger zur gleichen Zeit in dieser Stadt gelebt. Ja, das ist das Wunderbare an der Stadt und etwas, was wir bis heute wissenschaftlich noch kaum erklären können. War es das viele Geld, das hier in der Stadt vorhanden war? Waren es die wunderbaren Mäzene und Förderer, die diese Situation erstellt haben? Jedenfalls hat der Kaiser zwar, ich würde mal sagen, die Moderne jetzt nicht aktiv gefördert, aber er hat sie auch nicht verhindert. Mhm. Ist den Habsburgern auch zugute zu halten. Und was in den letzten Jahren noch viel aufgearbeitet ist und noch werden wird, es gibt auch ganz viele Frauen hier hinter mir, die Damen, die dieses Wien 1900 geprägt haben, sind zweifellos ebenso wichtig wie die Herren, auch wenn sie vielfach im Dunklen und im Hintergrund gewirkt haben, weil diese Herrschaften treffen sich alle in Wien in den Salons, in den Konzerten. Man mag sich, manchmal aber auch nicht. Da sind die Tagebücher Gott sei Dank ganz, ganz tolle Quellen für diese Freundschaften und weniger guten Freundschaften. Aber wie gesagt, viele von diesen Künstlern sind international wichtig geworden. Und wir haben uns entschieden, jetzt nicht nur bildende Künstler hier zu zeigen, sondern auch Wissenschaftler, Mediziner und Literaten. Viele haben sich ja dann auch im Kaffeehaus getroffen, im Café Herrenhof, im Café Zentral, im Café Grinsteidl. Die Literaten, die haben das dann auch später noch gemacht sozusagen. Ja. Also man konnte alle diese Menschen, die jetzt sozusagen wie ganz große Künstler aus einer weit, weit weg vorhandenen Zeit gelten,
im Kaffeehaus am Nebentisch antreffen, wie sie miteinander politisiert haben, zum Beispiel? Zum Beispiel, ja. Wir wissen von Gustav Klimt zum Beispiel und deswegen auch hier die Puppe mit seinem berühmten Malerkittel rekonstruiert. Der ist jeden Tag in der Früh zum Frühstück auf den Tivoli gegangen mit seinen Freunden. Aber die einzige Regel war, man durfte nicht über Kunst sprechen. Ah ja. Also er wollte offenbar privat sein, er wollte seinen Gedanken nachhängen, aber bitte keine Arbeit. Und ja, schon beim Frühstück. Sehr viel Politik natürlich. Wir stehen quasi in der Hochblüte der Monarchie. Ja. Das war jetzt nicht irgendeine Zeit. Wien im Zentrum eines 50 Millionen Einwohnerreiches. Ja. Schon ein bisschen mit tendenziellen Zerfallserscheinungen in den Nullerjahren. Ja. Es wurde nicht mehr ganz so zusammengehalten, wie das vorher noch war, die Doppelmonarchie sozusagen. Also Politik war ein Thema bei den Künstlern, bei den Literaten, bei den Architekten. Aber das eigentliche Geschäft, das war tabu, oder? Ja, das ist zweifellos eine spannende Frage. Also über die Ökonomie dieser Zeit, ja, die Kunst, der Kunstmarkt, der gerade am Erblühen ist, darüber wird noch viel geforscht und da wird sicher in Zukunft noch einiges ans Tageslicht geholt werden. Die Tabus und wurden allerdings von den Künstlern auch ganz gern gebrochen. Ja, also Gustav Klimt hat natürlich an die sehr, sehr reichen Damen und Herren der höheren Wiener Gesellschaft verkauft, auch wenn der Adel sich zum Beispiel für seine Kunst ja selten interessiert hat, aber er hat es geschafft, mit seiner Kunst auf die Straße zu gehen. Wir haben hier unter anderem das erste Plakat der Wiener Sezession auch ausgestellt, das einen Riesenskandal verursacht hat, weil er es gewagt hatte, den attischen Helden Theseus nackt darzustellen. Der hat überhaupt viele Tabus gebrochen, der gute Mann. Ja. Wir kommen jetzt zu einer sehr spannenden Phase hier in der Ausstellung Wien 1900 im Leopold-Museum. Das ist generell die Beschäftigung mit Gustav Klimt, eine ganz zentrale Person der Wiener Moderne. Die zentrale Person. Die zentrale Person hat gewirkt in Wien, unter anderem im 8. Bezirk. Genau. In der Josefstädter Straße. Ja, wir sehen hier wieder von seinem Freund Moritz Nehr, der auch das große Foto der Sezessionsmitglieder gemacht hat, dass er versucht hat, diesen Arbeitsraum von Gustav Klimt festzuhalten für die Ewigkeit. Arbeitsraum vielleicht ein bisschen unter Anführungszeichen. Er muss vorher zusammengeräumt haben. Die Dokumente sagen uns, er hat gezeichnet, wirklich am laufenden Band, hat dann die Zeichnungen auf den Boden geschmissen. Er hatte auch Katzen. Klimt war Katzenliebhaber, ganz, ganz wichtig. Und die Katzen dürften da rumgelaufen sein, haben alles in Unordnung gebracht und dürften dann auch ihre Notdurft dort verbracht und haben. Und jetzt, Frau Matzner, lüften wir doch ein bisschen das Geheimnis, denn das ist das Original und das, was Sie da jetzt sehen, ist die Nachbildung dieses Gustav-Klimt-Raums im 8. Bezirk. Eine ganz prägende Zeit von ihm. Viele der Bilder sind nicht nur in Wien, aber auch hier entstanden. Genau. Ja, also das ist der Vorraum für sein Atelier. Hier hat er die Damen getroffen, die im Modell gesessen sind. Das gibt die Erzählung, dass Gustav Klimt ja sogar die Kleider ausgesucht hat, die sie in den Bildern anziehen sollten. Er wusste, was ihnen steht. Die Dame selbst durfte da nicht mitsprechen. Und hier haben sie die Bilder abgeholt. Die Möbelstücke wurden von Josef Hoffmann entworfen und es muss auch so eine Art Marketingaktion gewesen sein, weil Hoffmann, Kolomoser haben die Wiener Werkstätte gegründet und haben diesen Raum auch als Präsentiertablett verwendet. Die Wiener Werkstätten, das ist ja sozusagen das Gegenstück der bildenden Künstler jetzt zur reinen Malerei. Da waren ja sehr viele Dinge auch sehr angreifbar vorhanden. Wir kommen jetzt zu einer prägenden Phase von Gustav Klimt. Der war in Wien viel unterwegs, aber eben auch in Oberösterreich. Genau, er hat dort die Sommerfrische verbracht. Die Sommerfrische verbracht. In Wien malt er die Porträts, eines pro Jahr. Die Damen konnten gar nicht so viel zahlen, dass er mehr gemalt hätte. Er hat also das Angebot sehr reduziert. Mhm. Er hat sich mit Allegorien beschäftigt. Wir werden dann gleich Tod und Leben sehen. Und in Oberösterreich während der Sommerfrische, dauert so 6 bis 8 Wochen immerhin, hat er sich mit Landschaftsmalerei auseinandergesetzt. Das waren seine erfolgreichsten Bilder. Und das am Attersee hier zum Beispiel, das Litzelberg, ein Lokal, das es jetzt noch gibt. Ein sehr legendäres, prägendes Lokal. Am Attersee ist man überhaupt sehr stolz am Gustav Klimt. Es gibt ein eigenes Museum auch dort. Genau. Ja, und wir haben es ja noch gar nicht erwähnt. Er hatte da ja auch immer eine Begleiterin dabei. Ja, Emilie Flöge. Vielleicht war auch ihre Anwesenheit am Attersee daran schuld, dass er sich gerade diesen See ausgesucht hat. Das zweite ist zweifellos die wunderbare Lage und die Farbe des Wassers. Er hat im Laufe seines Lebens immer wieder den Attersee besucht und hat versucht, im nördlichen Ufer vor allem das Türkis einzufangen. Ja, jeder Strich ist eine Welle, aber auch jeder Strich erinnert ein bisschen an Claude Monet. Er hat sich ein bisschen was abgeschaut von ihm. Aber diese unglaubliche Harmonie in den Bildern, das hat alle fasziniert. Man hat gemeint in Wien, man würde sehen, Klimt ist
der Beste an jedem Strich. Ja. Nur wenn er Allegorien malt, malt er leider zu viel nackte Haut. Ja, das war ja auch ein bisschen so eine Leidenschaft. Man hatte ja damals schon auch enttabuisiert viele Themen. Ja. Zum Beispiel auch das Verhältnis zwischen Mann und Frau. Genau. Es war eigentlich eine sehr liberale Zeit, vielleicht sogar liberaler als jetzt, oder? Das kann ich schwer beurteilen, ich war nicht dabei, aber es werden viele, viele Tabus aufgebrochen. Auch wie gezeichnet wurde, das ist ja wie teilweise schon, manche würden sagen, sehr obszön. Ja. Ja, da ist eben die wunderbare Grenze, die schwierig zu ziehen ist. Wo ist es noch erotisch und was ist bereits pornografisch? Ja. An dieser Grenze arbeiten viele, nicht nur unser Gustav Klimt, sondern vor allem dran Egon Schiele, den man im dritten Stock wunderbar sehen kann. Wie gesagt, es ist spannend zu lesen, wie die Journalisten in der Zeit reagieren. Wenn man in Adelszeitschriften nachschlägt, hat man die besten Reaktionen. Da enden manche Sätze wirklich mit Punkt, 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 weil man keine Worte mehr hat dafür. Egon Schiele, Oskar Kokoschka, das sind ja auch noch ganz, ganz große Leute, der auch ein eigener Abschnitt hier in der Ausstellung Wien 1900 gewidmet ist. Ja, und wir stehen jetzt hier quasi im Finale des Klimt-Zimmers, wenn man so will, beim Hauptwerk. Genau. Ja, das große Hauptwerk, eines der größten Bilder, das Klimt je gemalt hat, trägt den Titel Tod und Leben, aber auch Tod und Liebe. Und dieses Werk hat ihn jahrelang beschäftigt. Er hat 1910/11 eine erste Fassung gemalt, eine goldene Medaille in Rom dafür bekommen, war offenbar nicht zufrieden und übermalt das Werk 1915/16 ein zweites Mal. Und hier ist ganz spannend, sich zu beschäftigen, wie er Tod und Leben zum Beispiel darstellt. Ja, es sind zwei getrennte Sphären, der Tod relativ leicht wiedererkennbar. Beim Leben tut man sich schon ein bisschen schwieriger. Ja, es ist bunt wie das Leben. Sollen wir es ausprobieren? Ja. Wie viele Personen sehen Sie? Wie viele Personen? Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nochmal. 1, 2, 3, 4. Ah, da ist noch wer. Genau, da ist noch wer. Da rechts da außen. Ja, 9. Ja. 9 sind es. 9 sind es, ja. Das war schon. Er versteckt eine dieser sehr versteckt, Damen. Ja. 5 Personen in der Mitte, okay. 2 links und rechts noch ergänzt. Mhm. Wie viele sind weiblich, wie viele sind männlich? Ja, 1, 2, gutes Baby, ja, weiblich 3, 4, 5, 6, 7. 7 sind weiblich. Genau. Perfekt beantwortet. Ja. Ja, 2 männliche Figuren, 7 weibliche Figuren. Und jetzt wissen Sie, warum Klimt der Maler der Frauen genannt worden ist. War aber schön, dass er noch eine zweite männliche Figur überhaupt eingebaut hat, oder? Ja, muss man schon wir sagen. Glauben ja, das ist quasi er. Oder so, wie er sich gern vorgestellt hätte. Wir wissen, er hat Ringer engagiert als Modelle, sehr muskulöse Menschen. Er hat mit ihnen in der Pause auch gerungen, ja, um sich körperlich zu ertüchtigen, dürfte aber von seiner Physis her doch eher ein bisschen klein und ein bisschen rund gewesen sein. So wird er zumindest beschrieben. Alexandra Matzner, es gäbe noch ganz, ganz viele Geschichten, denn Sie erinnern sich davor, wir hatten ja viele ganz große Namen. Ja, Gustav Klimt ist sicher einer der größten davon, aber es gibt unzählige andere Dutzende Einzelbiografien, auf die man jetzt in Österreich immer noch stolz ist. Nobelpreis, andere Geschichten, Literatur, Malerei, Architektur, Medizin, Psychologie, Philosophie, überall waren wir mit dabei. Das war stellvertretend jetzt Gustav Klimt, es gibt noch viele dabei, andere. Wir waren an der Spitze. Wir waren an der Spitze. Wir waren an der Spitze. Keiner kann das so eloquent und mit Begeisterung vermitteln wie Sie. Vielen Dank, für die Bereitschaft, hier einen kleinen Teil der Führung mit uns gemeinsam zu machen. Ja, schauen Sie sich das an, Wien 1900 im Leopoldmuseum auf mehreren Stockwerken, eine Dauerausstellung, 3 Stockwerke insgesamt und 5 sind es im ganzen Haus. Es gibt ja auch noch andere Themen zu bewundern. Ja, und damit wieder zurück in die Talkrunde. Ja, Tod und Leben von Gustav Klimt, Herr Direktor. Wir haben von Emilia Flöcke schon gesprochen. Da gibt es ja sozusagen auch Dinge in der Ausstellung, die man sehen kann, die wir jetzt auch physisch da haben. So ist es. Wir haben einen ganzen Raum für die Emilia Flöcke eingerichtet, als wichtige Modedesignerin, inspiriert auch immer wieder durch ihre Reisen nach Paris. Mit ihren Schwestern hat sie den Salon gemacht. Als Lebensmensch an ihrer Seite war Gustav Klimt. Wir haben vor kurzem Teile des Nachlasses aufkaufen können, 18 Exponate. Dieser Seidenschal ist ein solches Exponat. Also Textilien sind auch in dieser Ausstellung zu sehen. Das Besondere, glaube ich, ist wirklich, auf 3 Etagen, über 3000 Quadratmeter, bekommt der Besucher
1300 Objekte mit, die aber auch immer wechseln aus restauratorischen Gründen, weil wir Fotografien, weil wir Zeichnungen, weil wir auch Textilien immer wieder abnehmen müssen. Das heißt, die Nachbarschaften sind immer neu und andere, das macht es auch so spannend. Das war jetzt der Jugendstil und das ist der eine Teil eben der Wiener Moderne. Wiener Moderne ist ja sozusagen der allumspannende Deckname, die Klammer quasi über diese Zeit von, ich weiß nicht, den 1890ern bis zu dem Ersten Weltkrieg 1914 in etwa. Aber es gibt ja noch eine zweite Epoche, die wir heute nur ganz wenig als gestriffen haben, der Expressionismus. Der österreichische Expressionismus, für den dieses Land auch weltbekannt ist, mit den Hauptvertretern Egon Schiele natürlich, wo das Leopoldmuseum in der glücklichen Lage ist, die weltgrößte Sammlung zu haben mit über 40 Gemälden, 190 Arbeiten auf Papier und natürlich nicht zu vergessen Oskar Kokoschka. Die beiden Stars, kann man sagen, Popstars, oder? So kann man das durchaus bezeichnen. Es gibt aber noch einen dritten, und zwar den Richard Gerstl, den eigentlich ersten österreichischen Expressionisten, der sich aber schon mit 25 Jahren umgebracht hat. Bleiben wir noch kurz beim Richard Gerstl, bevor wir zu Schiele kommen. Denn welch Zufall, und wir sind beim Expressionismus, da kommt man am Gerstl nicht herum, auch da gibt es ein Bild, ein Selbstbildnis, wie gesagt, eines nur 25 Jahre alt gewordenen Künstlers. Ja, das Bild ist für die damalige Zeit schockierend in der Nacktheit, in der Gerstl sich darstellt. Vorher haben wir gerade die Volta mit dieser Eleganz des Makart-Bildnisses gesehen. Und der Expressionismus und insbesondere Gerstl hält dem eigentlich ganz, ganz bewusst die Nacktheit und das Reale entgegen und versucht der sehr, sehr schönheitstrunkenen Epoche vorher, die auch Klimt noch fortsetzt, die Maske herunterzureißen. Mhm. Und das macht eigentlich den österreichischen Expressionismus auch so interessant. Er ist ja anders als der deutsche Expressionismus, anders als die französischen Fauves, sehr, sehr viel stärker an Psychologie interessiert und auch an dem menschlichen Antlitz. Und das finde ich ja faszinierend an dem Gemälde von Schiele, das Sie auch aufgenommen haben. Man muss sich vorstellen, Gerstl ist hier 25, Schiele war 20 Jahre alt. Also es sind schon ganz, ganz frühe und eruptive Ereignisse eigentlich, diese Bilder, die wir hier in dem Museum haben. 20 Jahre alt gewesen, als dieses Schiele-Bild entstanden ist, Richard Gerstl 25. Von 1883 bis 1908 hat er gelebt. Quasi so das Highlight der Monarchie. 25 Jahre ist er trotzdem nur alt geworden. Eigentlich ein sehr tragisches Leben. Und kommen wir jetzt zu Egon Schiele, sozusagen, Sie sagen es, der Hauptkünstler des Leopoldmuseums ist voll davon. Und wir haben hier rund um uns ja auch einiges aufgebaut. Mhm. Ja, ich muss schon erwähnen, warum es uns eigentlich gibt und warum das Haus weltbekannt ist. Das ist ein Sammler, ein Augenarzt, Professor Rudolf Leopold, der schon 1950, als Schiele noch nicht so bekannt war, exzessiv passioniert angefangen hat, Schiele zu sammeln. Nicht nur Schiele, sondern auch das Umfeld. Ja, aber das war sein Lieblingskünstler, sein Hauptkünstler. Das Besondere an Egon Schieles Werk ist, es wurde schon kurz angedeutet, ist die Psychologisierung, der Blick hinter die schöne, ästhetisierte Fassade, die Beseelung eines Menschen oder auch bei Schiele, auch in den Landschaften, die beseelte Natur, das hat ihn interessiert. Nicht unähnlich auch das, der Ansatz von Kokoschka. Also nicht mehr der schöne Schein, sondern die Wirklichkeit, und die war nicht immer schön, hat ihn interessiert. Und wir haben glücklicherweise in den stärksten Jahren, in den expressivsten Jahren von Egon Schiele, zwischen 10 und 14 wunderbare Exponate, also wo diese ganze Expression, diese Theatralik, die man auch in seinen Fotografien wiederfindet, diese Selbstinszenierung, diese verschiedenen Spielarten, die er auf seinem Körper, mit seinem Körper, mit seinem Gesicht durchexerziert hat, sozusagen wunderbar abgedeckt in seinen starken Jahren zwischen 10 und zu seinem Tod 18. Man muss ja sagen, wir haben hier 1910, hier 1911, alles Schieles, da drüben 1914. Und man muss es ja sagen, das ist, Herr Wohnuth, jetzt jene Zeit, wo sich die Situation dramatisch zuspitzt. Wir haben es im ersten Teil der Doku auch schon gesehen. 1914 ist der Beginn des größten Kriegs der Menschheitsgeschichte. Wann immer man aus dem damaligen Jahr zurückgeblickt hat, es war immer nicht so dramatisch wie das, was jetzt kommen muss. Man sieht es in den Bildern nicht unbedingt, aber man steht mit dem Fuß am Abgrund und Österreich-Ungarn ist in diesen Abgrund runtergestürzt. Ja, Sie haben es genau gesagt. Kein Mensch hat gewusst, dass man 1914 in einen Weltkrieg gestolpert ist. Ich sage ganz bewusst gestolpert ist, in einen maschinellen Krieg, wie man sich ihn
nicht hat vorstellen können, was die Opfer, was die Entbehrungen, was die Industrialisierung des Krieges anlangt. Und so hat sich auch die Stimmung sehr rasch, sehr geändert. Die österreich-ungarische Monarchie hat gerade zu Beginn des Krieges an der russischen Front enorme Verluste an Menschenleben gehabt, alles undenkbar gewesen. Und wenn dann zwei Jahre später im November 1916 Kaiser Franz Josef stirbt, ist das angesichts der Not, der Entbehrungen von vielen Menschen gerade in Wien bereits als fanal wahrgenommen worden. Es gibt eine wunderschöne Passage in den Memoiren von Bruno Kreisky, der als kleiner Bub damals Zeuge geworden ist, als der Katafalk mit der Leiche des Kaisers von Schönbrunn in die Hofburg gefahren ist und irgendwie gesagt hat, das war das Ende der alten Welt. Nicht in der Kunst und Kultur. Gerade in der bildenden Kunst, im Kunsthandwerk, hat es eine Fortsetzung gegeben in den 1920er Jahren. Da war wohl die große Zäsur, so würde ich das zumindest sehen, erst im Jahr 1938. Ja, das war 1938, viel früher, aber genau genommen 20 Jahre früher war leider Gottes Todesjahr für sehr, sehr viele prominente österreichische Künstler, sehr viel Maler und bildende Künstler. Ja, wie blicken Sie auf die Bilder und wie werden Sie zu dem, was Sie dort sehen? Das betrachten wir in unserem nächsten Action Point. Denn wann immer Sie in Museen gehen, zum Beispiel hier ins Leopold-Museum oder in andere, dann sieht man Bilder sehr sauber, sehr fertig, sehr clean wo hängen. Aber das ist natürlich nicht immer so. Über die Jahrzehnte, teils über die Jahrhunderte, nehmen die natürlich auch einen gewissen Schaden. Ja, wir kümmern uns um die Restaurierung von Bildern. Oder genau genommen, wir lassen uns zeigen, wie man das macht. Kommen Sie mit, wir zeigen es Ihnen. Ja, die Restaurierung, das unbekannte Wesen, das, was Sie hier sehen im Leopold-Museum in der ganzen Pracht der Ausstellung, das muss natürlich auch entsprechend vorbereitet und aufbereitet werden. Violetta Miller ist Restauratorin hier im Leopold-Museum. Ein sehr komplexer Job mit viel, viel Verantwortung. Können Sie uns einmal die Schritte sagen, die so nötig sind, von dem Moment, wo ein Kunstwerk hierher kommt, dass man sich zum Beispiel ausborgt, das Museum, bis es dann wirklich ausgestellt wird? Ja. Also zunächst kommt das in die Registratur, dort wird es erfasst und anschließend kommt es dann zu uns in die Restaurierung. Hier begutachten wir die Werke auf den Zustand. Hier haben wir bereits einige im Haus für die kommende Ausstellung, Pirchenausstellung. Das heißt, das sind Werke, die Dritte dem Leopold-Museum zur Verfügung stellen? Ja, in dem Fall sind es private Leihgeber. Mhm. Und ja, hier haben wir beispielsweise ein Skizzenbuch für diverse Bühnenentwürfe von Pirchen. Ein Universalkünstler hat ja einiges geschaffen. Und das sind Originalskizzen aus welcher Zeit? Das müsste ich nachschauen. Die Kuratoren wissen das immer auf Anhieb. Aha, da liegt der Beipackzettel dabei. Genau, das ist sozusagen, um das Objekt zu identifizieren. 1912, Bühnenentwürfe. Genau. Na, ja. Hat auch schon weit über 100 Jahre am Buckel. Ja. Okay. Das heißt, da ist einmal sehr viel Vorsicht angebracht, weil, und ich könnte mir schon vorstellen, das ist auch immer ein bisschen ein Thema, es ist ja auch eine Frage der Rechte, oder? Leihgeber geben die Werke her und wollen sie natürlich im gleichen Zustand wieder zurückbekommen. Selbstverständlich, ja. Und für uns ist ja auch wichtig, dass die Werke gut erhalten sind, dass sie im guten Zustand auch präsentiert werden. Mhm. Das heißt, wir begutachten sie, schauen, ob eventuelle restauratorische Maßnahmen durchgeführt werden müssen, bevor sie sozusagen bei einer Ausstellung präsentiert werden. Wenn, dann muss das sozusagen noch rechtzeitig vor der Ausstellung geschehen. Und ja, sozusagen die Betreuung der gesamten Exponate liegt in unserer Hand. Keine Frage. Und man sieht dann schon, wie akribisch das dann alles hier aufbereitet wird. Es geht natürlich auch um Beweisführung. Emil Pirchan, Universalkünstler, im Jahr 2021, beginnt im November und geht dann bis ins Jahr 2021. Alles Werke, die hier sozusagen konkret kontrolliert werden. Ja, selbstverständlich. Es geht kein Weg an der Restaurierung vorbei. Jedes Objekt, das Haus ins Haus kommt oder das Haus verlässt, geht durch die Restaurierung. Na bitte. Dann würde ich sagen, wir schreiten einmal zur Tat, wie so etwas wirklich geschieht. Das sind ja im Prinzip kleinere Leihgaben, da kann man sich das noch halbwegs vorstellen, man kann es in die Hand nehmen. Da wird es schon ein bisschen komplexer. Ja, in dem Fall ist es ja nicht nur so, dass wir Werke, Exponate ins Haus bekommen, es zahlreiche
Laienfragen werden ja auch an unser Haus gestellt. Das heißt, Objekte gehen außer Haus. Sie müssen vorher begutachtet werden. Es müssen Leihprotokolle angefertigt werden. In dem Fall handelt es sich zum Beispiel um ein sehr gefragtes Werk. Das ist ein Akte im Atelier von Ernst Ludwig Kirchner. Ist sehr häufig angefragt, darf allerdings nicht so oft reisen, weil jedes Objekt muss gewisse Ruhepausen einhalten. Und hier haben wir beispielsweise so ein fertiges Leihprotokoll. Ja. Der Zustand wird im Vorfeld genauestens dokumentiert. Das ist eine Tageslichtlampe, eine Streiflichtlampe. Also im Streiflicht kann man sozusagen die Schäden auch hervorragend sehen. Das heißt, kleinste Krakelés, kleinste Ausbrüche werden somit sichtbar. Und dieses Werk ist beispielsweise, einen Augenblick, beidseitig bemalt. Beidseitig? Ja. Das heißt, gibt es eine Rückseite? Die Rückseite ist auch bemalt. Das ist jetzt überraschend einigermaßen, ja. Ah ja. Das ist sozusagen jetzt nicht ein zweites Bild, das im Rahmen drinnen steckt, das ist die Rückseite des ersten Bildes. Ja, ja, ja. Das haben Künstler eigentlich gar nicht so selten gemacht, aus verschiedenen Gründen. Manchmal auch natürlich aus ökonomischen Gründen. Mhm. Ja. Es ist ja interessant, viele Künstler sind ja durchaus auch verarmt. Wir reden ja immer von den Popstars der Künstler, die dann überall herumgereicht werden. Aber so einträglich war es ja für alle nicht. Es ging tatsächlich auch darum, sozusagen Leinwand zu sparen, oder? In dem Fall weiß ich es jetzt nicht, aber oft waren es ökonomische Gründe, das stimmt. Sehr interessant, ja. Und hier, wie Sie sehen, gibt es so einzelne Spots auf der Oberfläche, es gibt auch kleinere Fehlstellen. Aber da muss man aber wirklich mit der Lupe suchen. Das heißt, das wandert dann in ein Protokoll und wird von dem, der das geliehen bekommt, unterschrieben, dass sozusagen nachweisbar ist, dass das Bild keine größeren Schäden hatte als die, die eben im Protokoll stehen. Genau, also wir verschicken das Bild, selbstverständlich, es kommt dann sozusagen in eine Klimakiste, speziell angefertigte Klimakiste. Das Bild kommt dann sozusagen samt dem Protokoll, Zustandsleihprotokoll, geht mit auf Reisen. Und dort vor Ort schauen sich die Kollegen genauer an und ergänzen es notfalls, falls wir irgendwas übersehen haben. Eher mehr Fehler reinschreiben als weniger, weil alle Fehler, die nicht drinnen stehen, aber die nachher dann vom Leopoldmuseum, wenn das Bild zurückkommt, beanstandet werden, müssen in irgendwie in einer Art und Weise wahrscheinlich finanziell ausgeglichen werden. Das ist eine Absicherung für beide Seiten sozusagen. Hier haben wir einen sehr spannenden Tisch. Wir haben es uns vorher schon ein bisschen durchgesehen. Da geht es darum, was geschieht denn, wenn Fehler festgestellt werden auf Objekten und wie können die wieder repariert werden? Also wenn es gewisse Fehlstellen oder Restaurierungen notwendig sind, hier haben wir zum Beispiel so ein klassisches, also Restaurierung eines klassischen Gemäldes. Ja? Wenn beispielsweise ein typischer Aufbau ist bei einem Gemälde, wie hier haben wir als Bildträger entweder eine Leinwand oder eine Holztafel. Mhm. Darauf baut dann die Grundierung auf, dann folgt die Malschicht und die Firnisschicht sozusagen als Abschluss. Die Firnis ist, wo dann die Tiefenschärfe ein bisschen entsteht, also die oberste Schicht. Firnis besteht aus Dammer und es ist der oberste Abschluss. Das, die Tiefenwirkung ist eine andere, die Farben gesättigter. Es ist nicht unbedingt notwendig, dass alle Gemälde einen Firnis haben. Und das kann dann schon einmal ordentlich abplatteln. Und wenn es natürlich zu Fehlstellen, zu Schichtentrennungen kommt, dann muss in erster Linie eine Konsolidierung stattfinden. Mhm. Das heißt, wir festigen dann meistens mit Leimen, klassischerweise in der Gemälderestaurierung mit Störleim. Und das sind so Pellets, die werden dann sozusagen zum Leim verarbeitet, gelöst, im Wasser gelöst und dann sozusagen damit gefestigt und mit Heizspachtel, also unter Wärme, unter kontrolliertem Druck, werden die Schollen niedergelegt. Ganz vorsichtig, selbstverständlich. Hier können Sie es am Beispiel sehen. Das heißt, wieder sozusagen mit dem Bild richtig verbunden. Ja, damit das Schichtpaket wieder gefestigt ist. Die Oberflächenreinigung haben wir hier. Im Anschluss folgt dann die Oberflächenreinigung. Die kann entweder wässrig oder trocken stattfinden. Mhm. Nach einer Festigung wird sie meistens auch noch wässrig erfolgen. Es kann trocken durch Pinsel, diverse Schwämmchen
erfolgen. Und, nur nichts weglöschen sozusagen, wenn mit Wasser Farben gemalt wurden, geht es ja dann ganz schwierig. Nein, das ist es ja. Je nach Material. Man muss ja immer berücksichtigen, was... Es ist jetzt ein kurzer Ausschnitt für eine klassische Vorgehensweise bei einem Ölgemälde, ja? Nicht bei einem Aquarell. Im Aquarell betonen, mit Wasser löschen wäre ein schwieriger Fall. Weil es gibt ganz viele Bereiche. Ja, klar, sonst ist nichts mehr da. Nicht so gut. Die Kittung, auch so ein Bereich. Ja, die Kittung, das ist, also hier waren wir bei einer, sagen wir mal, Konservierung. Mhm. Also Reinigung und die Festigung zählen zu den Bereichen der Konservierung. Zur Restaurierung, das ist sozusagen das, was die Wiederlesbarkeit eines Kunstwerks wiederherstellen soll, zählt die Kittung und im Anschluss natürlich die Retusche. Bei der Kittung, wie zuvor bereits erwähnt, die Malschicht, also die Schicht besteht aus einem Bildträger, einer Grundierung. Und wenn die Grundierung nicht vorhanden ist, muss das mit in Form einer Kittung aufgebaut werden. Es geht ja, wenn man quasi mauert und es gibt irgendwelche Ausbruchstellen, so ist es. Dann muss das einmal gekittet werden, um wieder drüber malen zu können. Man muss auf eine Ebene kommen. So gut. Ist das. Hier und mit verdächtigem Material. Ist Bologneser und Champagnerkreide. Das ist so klassischer Aufbau einer Grundierung. Champagnerkreide. Ja, und meistens wird dann Hasenhautleim verwendet. Es gibt diverse Zusätze wie Zelluloseöl und Blätterschellack? Schellack, das ist zum Absperren der Kittung dann zum Schluss gedacht. Das heißt, bevor ich eine Retusche aufbringe, muss ich ja die Kittung absperren, damit mir sozusagen nicht das ganze Bindemittel in die Kittung rinnt. Mhm. Also umgangssprachlich gesagt. Und da ist jetzt sozusagen dann die Champions League, die Retusche. Da geht es ja dann schon darum, das wieder so erscheinen zu lassen, sollte es Fehler geben, wie es vorher gewesen ist. Aber nichts dazu malen. Nein, man muss natürlich immer wieder den historischen Kontext beachten und auch das Original. Also das Original darf nicht beliebig verändert werden. Man muss es sozusagen für die Nachwelt erhalten, in dem Kontext, wie es erschaffen also wurde. Also heimlich verfeinern und verbessern, durch Sie zum Beispiel, geht gar nicht. Nein. Man muss es so belassen, wie es ist, auch wenn viele Werke, muss man ja sagen, auch nicht ganz perfekt sind. Aber selbst wenn man Fehler erkennt, die bleiben. Ja, selbstverständlich. Das ist sozusagen, man muss die Authentizität bewahren. Mhm. Ja? Okay. Und das ist das, was man auch bei dieser Ausbildung oder bei diesem Studium erlernt. Man sollte ja nicht nach Belieben. Wir haben die verschiedensten Retusche. Ja, man kann mit unterschiedlichen, mit Aquarell retuschieren, mit Harzölretuschen, wie beispielsweise hier. Meistens wird eine Retusche erst mit Aquarell und dann mit Harzöl aufgebaut. Mhm. Es gibt immer wieder so missglückte Restaurierungen, die vor allem medial publik geworden sind, wie beispielsweise hier, das ist eine Darstellung oder eine Skulptur des Heiligen Georgs aus dem 16. Jahrhundert in Navarra. Und das ist sozusagen der Vorzustand, das war die missglückte Restaurierung, nachdem man eine nicht kompetente Firma beauftragt hatte. Und das war dann sozusagen, nachdem man eine kompetente Firma, einen Restaurator beauftragt hat, das wieder zu entrestaurieren. Das wurde dann auch aus dieser Sache, wurde das dann wieder erschaffen, dass dem Original so ähnlich ist. Ja, wie eine missglückte Schönheitsoperation, da ist aber normalerweise Schluss, da kann man nichts mehr reparieren. Aber das wurde ja dann wieder unglaublich in den Zustand gebracht. Man musste diese ganze Schicht sozusagen wieder abnehmen. Mhm. Das hat 30.000 Euro gekostet. Boom. Ja. Violetta Miller, eine echte Philosophie, das ist eine Wissenschaft. Sie machen das sehr lange hier schon im Leopold-Museum, seit vielen Jahren, 2012. Sind aber schon viel länger auch im Geschäft. Da braucht man wahnsinnig viel Fingerspitzengefühl und eine ruhige Hand, oder? Ja, das stimmt. Ja, aber Sie brennen dafür, alleine jetzt, wie Sie strahlen. Sie leben dafür. Ja, nichts für schwache Nerven. Jetzt wissen Sie, wie es aussieht hinter den Bildern, damit Sie es in jener Brillanz sehen, die es hier im Leopold-Museum eben auch zu bestaunen gibt. Vielen Dank, dass wir in diesen geheimnisvollen Bereich blicken durften, von dem man normal ja gar nichts mitbekommt. Man sieht nur das schöne Ergebnis und jetzt weiß man, wie schweißtreibend die Arbeit dahinter ist. Dankeschön. Sehr gerne, danke. Ja, und wir machen jetzt wieder einen Zeitsprung, und zwar zurück ins Jahr 1914. Ja, es war die letzte Phase im Leben von Kaiser Franz Josef. Er ist ein unsichtbarer Kaiser geworden, lebt in Schönbrunn, hat nur mehr ganz, ganz wenige Begegnungen mit Menschen, die nicht seinem Hofstaat angehören. Der Kaiser arbeitet quer durch den Tag mit ganz wenigen Pausen.
Gelegentlich zündet er sich eine Zigarre an. Das ist einer der wenigen Genüsse, die er bis zum Schluss hat. Dabei träumte er den Traum vom kurzen Krieg. So wie es die Deutschen ja auch gesagt haben, 6 bis 8 Wochen haben wir Frankreich niedergerungen. Da machen wir gemeinsam Front gegen Russland. Und am Ende des Jahres sind wir wieder zu Hause. Der Krieg ist aus. Das ist ein schöner Traum. Aber eben nur ein Traum. Am Ende des ersten Kriegsjahres, da muss der Kaiser 1 Million tote, verwundete und kriegsgefangene Soldaten hinnehmen. Und Gebietsverluste an Russland. Im Dezember 1914 gibt es einen kleinen Lichtblick. Mitbürger, soeben ist die Nachricht eingetroffen, dass unsere Truppen siegreich in Belgrad eingezogen sind. Die Hauptstadt des feindlichen Serbien ist in unseren Händen. Das war es für 10 Tage, dann ist Belgrad wieder verloren gegangen. Und wenn ein derartiger schwerer Rückschlag zu verzeichnen gewesen ist, dann sehen wir fallweise wieder einen Kaiser, der völlig unbekannt ist, einen weinenden Monarchen, der bittere Tränen vergießt. Sei es also über Menschen, sei es über Sachverhalte oder eben auch sein persönliches Schicksal. In Tränen drückt sich vieles aus. Ausweinen, das kann sich Franz Josef bei seiner langjährigen Freundin, einer Bürgerlichen. Es ist die Schauspielerin Katharina Schratt. Hier ist eine Treppe heruntergekommen vom Appartement und über diesen Eingang konnte der Kaiser sozusagen unbemerkt auch das Schloss verlassen, durch den Garten hinüber zu Katharina Schratt huschen. Es gab so eine kleine Tür, die direkt auf die Maxingstraße hinausgeführt hat. Und da ist er dann mehr oder weniger gleich vis-à-vis der Schrattvilla herausgekommen. Kennen Sie mir so, wo ist da in der Maxingasse die ehemalige Schrattvilla, die Freundin von Franz Josef? Nein, das ist nicht in der Maxingasse, das ist in der Tirolergasse hinein. Es ist nirgends ein Dorf drauf, Schrattvilla. Hier ist die ehemalige Villa Schratt. Fast 30 Jahre besucht der Kaiser seine Freundin hier. Aus einer anfänglichen guten Freundschaft wurde dann sicher mehr. Also nur die liebe Freundin war sie sicher nicht. In den Kriegstagen 1915. Da macht der Kaiser keine Liebesbesuche mehr. Und dann fällt ihm auch noch ein ehemaliger Bündnispartner in den Rücken. König Viktor Emanuel von Italien. Und das hat Kaiser Franz Josef auch als etwas gesehen, das ein Affront ihm gegenüber gewesen ist. Und daher hat er an dem Beginn der nächsten Proklamation an meine Völker eine sehr, sehr eigentümliche, aber durchaus erklärbare Formulierung gestellt, die seine Erschütterung wiedergibt. Der König von Italien hat mir den Krieg erklärt. Das können wir auch zeigen. Da haben wir eben das. Der König von Italien hat mir den Krieg erklärt. Da ist also bei ihm etwas zu beobachten, wo er eben seine persönliche Erschütterung ausdrücklich zeigt und formuliert haben soll, dann werden wir eben in Ehren untergehen. Jetzt ist es soweit. 1915, da geht der Kaiser ein allerletztes Mal an die Front. Der Krieg in den Dolomiten und im Hochgebirge wird von Kaiser Franz Josef auch noch persönlich geführt, weil wenn Sie sich den anschauen,
der da in der Wand hängt, das ist ja der Kaiser. Das ist nicht nur irgendein Schnauzbärtiger. Aber nur in der Kriegspropaganda. In Wirklichkeit wird Franz Josef Wien nie mehr verlassen. Er hat so wirklich sein Programm abgespult. Die Höhepunkte waren wirklich Familienbesuche. Da schreibt er auch, er freut sich so, wenn die Enkelkinder kommen, die ihn aus seiner tristen, traurigen, einsamen Existenz ein bisschen befreien, ihm ein bisschen ja, Lebensfreude auch schenken. Und deswegen waren das seine Höhepunkte. Und dann kommt die Wende. Im Herbst 1915 erobern Franz Josefs Truppen erneut Belgrad und schlagen Serbien vernichtend. Doch dem Kaiser scheint die Brutalität des Krieges nahe zu gehen. Zum Beispiel in der Frage des Einsatzes von Giftgas. Da hat man auch den Kaiser allmählich erst dahin gebracht, dass er seine Zustimmung gibt. Schließlich wird dem Kaiser gemeldet, die Italiener hätten an der Südwestfront Giftgas eingesetzt. Das war aber nicht der Fall gewesen. Und daraufhin ist auch von Kaiser Franz Josef der Einsatz von Giftgas genehmigt worden. Und es kommt im August 1916 dann zum ersten Giftgaseinsatz. Mit brutalen Mitteln feiert die kaiserliche Armee Erfolge 1916. Serbien ist niedergeworfen, Montenegro ist von Österreichern besetzt, zwei Drittel von Albanien sind von Österreichern besetzt. Wenn man da jemandem gesagt hätte, der Krieg geht für die Mittelmächte, geht für Österreich, Ungarn schlimm aus und würde zum Zerfall führen, es hätte damals niemand geglaubt. Und schon gar nicht der Kaiser. Er wird das bittere Ende seines Krieges nicht mehr miterleben. Im Bildarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek. Da befinden sich die letzten Fotos von Franz Josef. Hier sind auch die allerletzten Aufnahmen von ihm. Kaiser hat zwei Tage etwa gekränkelt, hat ein hohes Fieber bekommen, ist auch in seiner Arbeit merklich beeinträchtigt gewesen. Trotzdem saß er noch an seinem Schreibtisch, bis er einfach überhaupt nicht mehr konnte und gemeint hat, dann er muss sich jetzt hinlegen. Er muss halt am Tag drauf dann das aufarbeiten, was jetzt liegen geblieben ist, nur dazu ist es dann nicht mehr gekommen. Er ist dann relativ rasch gestorben. Am 21. November 1916. Abschied nehmen im Kreis seiner Angehörigen. Auch die alte Freundin will ihn noch einmal sehen. Es liegt nun am Thronfolger Karl, ob er die Bürgerliche vorlässt zum toten Kaiser. Und dann ist eine besondere Geste, wie der neue Kaiser Karl auf eine Dame zugeht, das ist die Frau Schratt, und sie hineinbittet, damit auch sie Abschied nehmen kann. Lebt wohl, Eure Majestät. Was Kaiser Franz Josef nicht mehr mitbekommt. 1918 geht der Krieg verloren. Aber nicht nur das, auch sein Reich zerfällt. Nach mehr als 700 Jahren kommt das Aus für die Habsburger Monarchie. Aber auch die deutsche, die osmanische und die russische Monarchie sind untergegangen. 17 Millionen Menschen sterben. Was vom Ersten Weltkrieg bleibt, das sind Hunger und 8 Millionen Kriegsversehrte. Ja, eine katastrophale Bilanz am Ende des Ersten Weltkriegs. Der Krieg ist verloren für Österreich-Ungarn. Zwei Jahre davor ist der prägende Kaiser verstorben. Und der Nachfolger, Kaiser Karl, hat den Zerfall der Monarchie in keinster Weise verhindern können. Patrick Werkner, wir stehen so irgendwo in der Stunde Null, aber wir müssen jetzt wieder ein bisschen Licht in den Tunnel bringen.
Künstlerisch ging es trotz allem weiter. Ja, also dieses Selbstbildnis von Kokoschka von 1918-19 gehört zu den ersten Zeugnissen nach dieser Katastrophe des Weltkriegs. Man muss dazu sagen, Kokoschka war selber als Freiwilliger im Ersten Weltkrieg, gehörte zu den vielen Kriegsbegeisterten, die zunächst einmal mit wehenden Fahnen hineingezogen sind und dann aber mit gewaltiger Enttäuschung daraus wieder herausgekommen sind. Er selbst mit einer Kriegsverletzung war dann in einem Rekonvaleszenzheim in Dresden. Ein Teil seines Drives, der ihn da in den Krieg geführt hat, war auch der Versuch, eine gescheiterte Liebe zu vergessen, die Liebe zu Alma Mahler. Ein großer Name für sich genommen, fast eine eigene Sendung wert. Großer Name, ein großes Thema auch, diese Liebesbeziehung. Und dieses Selbstbildnis zeigt genau diesen enttäuschten, zweifelnden und voller Fragen sich selbst darstellenden, immer noch jungen Kokoschka. Er war ja Anfang 30, der da nach rückwärts gewandt sozusagen sich selbst darstellt, wie er nach hinten schaut. Und da sieht man natürlich, wie eng Licht und Schatten beieinander liegt, abgesehen davon, dass gerade 4 Jahre des bis dahin dramatischsten Kriegs der Menschheitsgeschichte absolviert waren. Viele waren im Vorfeld gut unterwegs, danach gebrochen. Das war übrigens 50 Jahre davor, rund um die Weltausstellung nicht unähnlich. Große wirtschaftliche Euphorie 1873 und dann das große Weltwirtschaftsdrama, weil vieles eben nicht so geklappt hat. Viele reiche Menschen waren plötzlich ganz verarmt. Also es ging ganz, ganz schnell, damals eine Hochschaubahn. Aber zusammengefasst gesagt, wie lief es denn künstlerisch so weiter? Es ging weiter, künstlerisch und auch im Bereich der Wissenschaften. Denken wir an den Wiener Kreis, denken wir an Otto Neurath, Moritz Schlick, die alle vertrieben oder ermordet wurden dann, als die Nazis kamen. Oder denken wir beispielsweise an Kudenhofer Kalergi, der in den 20 Jahren die Pan-Europa-Bewegung, die Vorfeld sozusagen Organisation der heutigen Europäischen Union, gegründet hat. Also insofern ist Wien um 1900 schon auch ein Beispiel für ein Denken eines geeinten, vereinten Europas. Das darf man nicht außer Acht lassen. Gerade diese multikulturellen Aspekte und diese grenzüberschreitenden geistigen, künstlerischen Produkte waren nicht zu unterschätzen. Eine Art Mini-EU österreichischer Handschrift, muss man sich einmal vorstellen, hat allerdings natürlich dramatisch geändert. 1918 war es dann vorbei. Herr Wohnuth, kurzer geschichtlicher Blick, nicht zu weit. Wir wissen, es ging mindestens so dramatisch weiter, aber kurzfristig gab es Entspannung. Ja, die unmittelbare Nachkriegszeit war eine Zeit, die von Not und Elend geprägt war. Aber im Laufe der 1920er Jahre, das vergessen wir heute zu leicht, gab es dann so etwas wie eine kurze wissenschaftliche Zwischenblüte, eingeleitet durch die sogenannte Genfer Sanierung. Die Währungsreform, der Schilling ist damals gekommen. Und all das war noch einmal die Zeit einer auch großen künstlerisch-kulturellen Prosperität in Österreich, wo noch einmal dieses Kunstleben, dieses multikulturelle Kunstleben aus der Monarchie neu aufgeblüht ist, sich weiterentwickelt hat. In den 1930er Jahren, würde ich aber dann sagen, sind die Künstler immer mehr zu den Seismographen des nahenden Unheils geworden. Ich persönlich sehe das immer in den Bildern Oskar Kokoschkas unglaublich anschaulich, der vielleicht in seinen Arbeiten hier schon die Dinge wirklich sprichwörtlich vorausgeahnt hat. Und dann ja auch noch bis 1980 gelebt hat, also der das gesamte Drama des 20. Jahrhunderts, das vor allem in Wien wirklich sehr groß war, ja, am eigenen Leib leider verspürt. Meine Herren, es war unglaublich packend, was wir da jetzt alles durchgemacht haben. Das große Drama kam dann ja erst. Da machen wir zum Glück jetzt einen Stopp. Wien um 1900, die Wiener Moderne, das Findesjökel, das war eine unglaublich dichte, eine spannende Zeit. 1,5 Stunden jetzt über diese Epoche, die in dieser Dimension wohl kaum noch je wieder kommen wird. Fürchte ich. Weiß nicht, vielleicht täuschen wir uns, aber wir schauen halt zurück und sind stolz auf das, was gewesen ist. Vielen Dank, dass wir kommen durften. Danke fürs Kommen ins Leopold-Museum. Hat viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt, habe mir echt vorbereiten müssen, aber jetzt sitzt es halbwegs. Und Ihnen danke fürs Zuschauen und wir enden immer dasselbe Versprechen, das Sie mir jetzt geben. Heute in einer Woche, gleicher Sender, gleiches Format wie 24 Spezial, gleicher Moderator. Ihr Problem, mein Glück, ich unterhalte Sie wieder bei einem anderen Thema. Wir bereiten schon vor und Sie sind mit dabei. Bis dorthin, alles Liebe und auf Wiedersehen.